mit zwei Fingern, so. Ach, Herr Torek, was machen Sie denn da? Ja, ich bringe den Damen den Umgang mit Pfeil und Bogen bei, das sehen Sie doch. So, gehört es zu den Aufgaben eines Verwalters, Amor zu spielen? Nicht direkt, Frau Gräfin. Ja? Nur, ich versuche schon seit 4 Wochen Ihnen wichtige Akten vorzulegen und nachdem Sie nie Zeit für mich haben... Ja, ich weiß. Also dann in Gottes Namen. Wirklich? Ja. Lisa, würdet ihr uns bitte entschuldigen? Aber natürlich. Herr Törek, ich hoffe, Sie werden nicht zu ausführlich in Ihren Ausführungen sein. Wissen Sie, Zahlen haben mich schon immer gelangweilt. Frau Gräfin, als Verwalter zählt es zu meinen Pflichten, Sie über gewisse Rechnungsabschlüsse zu informieren. Ja, natürlich. Hier hätten wir nun den Bericht über das letzte Quartal in der Meierei. Meierei? Oh, interessant. Ja, sehr interessant. Während im vergangenen Jahr die Rentabilität mit 165.000 Pengel veranschlagt wurde, glaube ich, heuer bestimmt mit 265.000 Pengel rechnen zu können. Das sind um 60% mehr als im vergangenen Jahr. Rechnen Sie das alles in Ihrem Kopf aus? Bei rationeller Bewirtschaftung lässt sich dieser Betrag trotz der jetzigen Wirtschaftslage sicher noch um 35% steigern. Sie haben sehr schöne weiße Hände. Wie kommt das bei Ihrem Beruf? Was den Saatbestand betrifft... Sagt man nicht, dass die Hand der Spiegel der menschlichen Seele ist? Verspricht besonders die Maisernte sehr gut zu werden. Mhm. Und wie steht's mit dem Kukuruz? Der steht auch in voller Pracht, Frau Gräfin. So. Wissen Frau Gräfin, dass Ihnen dieses Weiß ganz besonders gut steht? Mhm. Ich finde es aber sehr nett, dass Ihnen so etwas auffällt. Wissen Sie, Frau Gräfin, ich bin zwar nur ein Verwalter, aber in erster Linie bin ich auch ein Mann. Und wollen mir den Hof machen, wie alle anderen Männer. Na, wie alle anderen und doch ganz anders. So? Ja, ich würde sagen, Frau Gräfin ist umschwärmt und angebetet und reich. Und trotzdem würde ich sagen, arme Maritza. Wieso denn? Ja, weil sie jeden Mann mit Misstrauen begegnen. Sagt ihnen einer, wie herrlich sind deine Augen. Na, so hören Sie doch nur, wie funkeln deine Perlen. Sie haben recht, Herr Törek. Aber wenn ich mich nun einmal in einen Mann verlieben sollte, dem ich vertrauen könnte. Angenommen, Sie wären dieser Mann. Ja, da würde ich jubeln und tanzen. Ja, können Sie denn überhaupt tanzen? Bis jetzt gab's keine Klagen. So. Herrgott, was ist denn heute los? Herrgott, was hab ich denn los? Dass ich so selig bin, dass ich so fröhlich bin. Herrgott, wenn ich nur wüsste, was mit mir heute passiert. Dass heute mein Blut so pulsiert. Dass heute mein Blut so pulsiert. Herrgott, ach Herrgott, was kann das nur sein? Ach, jetzt fällt mir. Spür ich im Blut, prickelnde Lust, heiße Glut. Heute ist mein Herz erwacht, alles in mir singt und lacht. Heute ist die ganze Welt nur zu tanzen gebracht. Nackende Walzermusik, gib mir den Frohsinn zurück. Wenn mir das Lachen der Lieben beschert, dass ich lang entbehrt. Einmal möcht ich wieder tanzen,
ist dabei. Einmal möcht ich wieder tanzen, ist das wirklich und fällt. Ja, wozu hat der liebe Herrgott den Walzer uns geschenkt? Hallo, wer hier, wer dort? Hallo, Varastin. Baron Schupan, sind Sie es? Bitte schön, ist dort die schönste Fee von Debrecen bis Plattensee? Hören Sie auf, Sie Schmeichler. Was? Liebe Grüße, Dankeschön. Wie göttliche Maritza? Sagen Sie, wen wollen Sie eigentlich sprechen? Hier spricht Comtesse Lisa, Sie Scheusal! Immer nur Maritza, Maritza, Maritza. Baron Schupan, leider sind Sie kilometerweit entfernt. Sonst will ich Ihnen sagen, was, dass Sie... Was, bitte schön? Sie? Hab ich gut gemacht, nicht wahr? Sie sind doch gar nicht hier. Sie sind in der Stadt, am Telefon. Das ist Istvan, Kammerdiener meiniger. Der Kerl benutzt meine Stimme, wenn es notwendig ist. Na sowas. Ich wollte Maritza überraschen. Hat sie gut geschlafen? Wenn ja, wie lang, bitte schön? Hat sie geträumt von mir? Wenn ja, was, bitteschön? Hat sie gedacht an mich? Wenn ja, wie oft, bitteschön? Fragen Sie sie doch selbst. Sie mit ihrem Maritza-Getue. Maritza macht sich nicht so viel aus Ihnen. Nicht so viel. Ich bin unglücklich. Elkar Hosot, Sie sind auch verliebt. Ja, schrecklich verliebt. Kenne ich, wenn Herz da drinnen immer macht Tick-Tack. Mein Herz macht nicht Tick-Tack. Dann es macht Bum-Bum. Meiniges immer macht Tick-Tack. Was ist das für blöder Kerl, den was Sie haben gern und was das nicht erwidert? Ein furchtbar blöder Kerl. Er liebt eine andere, die gar nichts von ihm wissen will. Das muss komplett der Trottel sein. Verstehen Sie, Fräulein Lisa, werde ich sprechen mit ihm. Von Mann zu Mann. Wie kann man nur gehen vorbei an so goldigem Geschöpferl? An so süßem Blondköpferl? Wenn ich nicht so verliebt wäre in Maritza. Was wäre dann? Dann, ich möchte ganze Nacht nur von Ihnen träumen. Wirklich? Wenn ich abends schlafen gehe, was ich tue zumeist, viele schöne Frauen sehe, nicht an ihm Geist. Schwarze, rote, blonde zeigt mir die Fantasie. Alle wunderschön reizen dann zu sehen. Jede küsst dich nach der Reihe, wie's kommt gerad. Du warst leider nie dabei und das ist schad. Darum möcht ich herzlich bitten, dass du mir einst einmal auf träumen, dass du im Arm mir liegst. Ich möchte träumen, dass du dich an mich schmiegst, dass wir das
ist nicht passiert.